Een stad in een stad, dat is Autostad in Wolfsburg. Bij deze bijzondere attractie duik je in de geschiedenis, het heden en de toekomst van de Volkswagen Groep. Wij doen dat samen met onze local. Hallo, mein Name ist Renke Niemann, ich bin 37 und ich komme aus Braunschweig und herzlich willkommen in der Autostadt. Hier in der Autostadt bin ich Tourguide. Ich habe hier in der Autostadt angefangen zu arbeiten, weil ich schon früher Gästebetreuung gemacht habe und Führungen und weil ich mich schon immer für Autos fasziniert habe. Die Autostadt wurde im Jahr 2000 eröffnet und das Ganze sollte ein Fenster in den Volkswagen-Konzern darstellen. Also Einblicke verschaffen in die Vergangenheit, aber auch in die Zukunft der Mobilität. Wir haben schon über 3 Millionen Neuwagen an ihre Besitzer ausgeliefert. Es stehen über 60 Fahrzeuge im Zeithaus und überall an jeder Ecke der Autostadt gibt es immer wieder wechselnde neue Autos und Fahrzeuge zu sehen. In der Autostadt kann man sehr viel erleben. Es gibt zu jeder Jahreszeit passende Events und immer wieder Neues zu entdecken. Einer meiner Lieblingsorte in der Autostadt sind auf jeden Fall die Autotürme. Vor über 20 Jahren gebaut, aber es ist immer noch spannend zu sehen, wie die Autos dort hoch und runter fahren und diese ganze Mechanik funktioniert. Pflicht ist auf jeden Fall ein Besuch im Nutzfahrzeuge-Pavillon, denn der Niederländer Ben Pon hatte damals schließlich die Idee für den VW Bulli. Unsere Fahrattraktionen sind sehr vielseitig. Man kann zum Beispiel Elektromobilität kennenlernen und diverse Elektroautos Probe fahren. Man kann beim Sicherheitstraining Gefahrenbremsungen machen, Hindernisse ausweichen, über Treppenstufen fahren und durchs Wasser. Das alles kann man hier in der Autostadt erleben. Eigentlich bin ich besonders stolz auf meine Kolleginnen und Kollegen, die wirklich den Gästen immer wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Die Autostadt ist mehr als einfach nur ein Museum oder ein großer Park mit Restaurants. Hier in der Autostadt können Gäste wirklich etwas mitnehmen für ihr Denken, für ihr Bewusstsein und wirklich auch etwas lernen für ihre Welt und eben auch ganz praktische Erfahrungen machen.